Gerade in solchen Zeiten von sozialer und wirtschaftlicher Krise, wie eben die Covid-19-Pandemie, gerade hier gilt es, bei der Suche nach Lösungen enger zusammenzuarbeiten, gemeinsam zu suchen, nachzudenken und Lösungen zu finden, auch wenn physisch Abstand gehalten werden muss. Und gerade durch diese transnationale Zusammenarbeit können eben auch wirtschaftliche Entwicklungschancen erst geschaffen werden, neue Geschäftsmodelle erschlossen werden. Und dazu gibt es diese EU-Projekte. Gerade diese erlauben es, den teilnehmenden Institutionen, Unternehmen, ihre Unterstützungsleistungen für die regionale Wirtschaft weiterzuentwickeln. Und so werden gerade regionale Klein- und Mittelbetriebe bei der Bewältigung der Krise bestens unterstützt. Ganz konkret bietet die Teilnahme an Interreg-Projekten Salzburg die Möglichkeit, Partnerschaften mit anderen Regionen Europas aufzubauen oder zu intensivieren. Wir können durch den interregionalen Austausch vom Wissen und der Erfahrung anderer Partner lernen und auch unser Wissen stärken. Und damit ist eine effektive Win-Win-Situation für alle Partner gegeben. Eine Stärke Salzburgs ist der Gesundheitstourismus. Hier sind wir Vorreiter mit unseren gesundheitsfördernden touristischen Angeboten. Ein alpenweites Projekt mit dem Namen Heal Alps 2 im Rahmen des Interreg Alpenraumprogramms abgehalten. Und hier hat die Salzburger Paracelsus Medizinische Privatuniversität als leitender Partner einen wesentlichen Anteil an dem Gelingen dieses Projekts und profitiert natürlich auch von den europäischen Fördergeldern einerseits, aber es wird natürlich durch die internationale Kooperation viel gewonnen, auch an Profil und Sichtbarkeit für unsere großartige medizinische Universität.